Warum Glück im Leben einer Zwiebel gleicht und wie du dir dein Traumleben erschaffst, das erfährst du in diesem Video. Hey, was geht ab? Hier ist ja dein Fitness- und Persönlichkeitscoach und heute geht es mal wieder ein bisschen um ein Laberthema. Ich will mal wieder meine Gedanken freien Lauf lassen und heute ein ganz, ganz wichtiges Thema mit euch besprechen und es geht um Selbstbestimmtheit im Leben. Denn ja, viele von euch kennen mich ja als diesen Fitness-Dude und mit Sixpack und er modelt und macht hier diese ganzen Sportgeschichten. Aber im Grunde ist das nur, also das nach außen hin, da steckt einfach eigentlich was ganz anderes hinter, viel mehr. Und das ist eigentlich der Wunsch bzw. der Drang in mir nach einem selbstbestimmten Leben. Und ich will hier in diesem Video einfach mal meine Gedankenzüge zu diesem Thema mit euch teilen, bzw. mit dir teilen und einfach mal dir auch sagen, wie es dazu gekommen ist und dir anhand meines Weges dir zeigen, wie du einfach dein Leben erschaffst, dass es wirklich toll ist und dass es dich erfüllt. Und ich habe hier einfach zwei große Ansätze, die erstmal ganz wichtig sind und die das Fundament für ein selbstbestimmtes Leben bilden und dann auch ein glückliches. Das ist es, ist natürlich erstmal, dass wir eine grobe Richtung im Leben finden müssen. Und da sind viele leider, da scheitert es bei vielen einfach schon drin, dass viele im Grunde gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Und hier glaube ich einfach zutiefst, dass jeder von uns, also ich genauso wie du, der du jetzt gerade das Video guckst, ja, dass wir alle sozusagen eine kleine innere Stimme in uns haben, quasi die Stimme des Herzens oder die Stimme der Seele, wie auch immer man das nennen möchte, die eigentlich ganz genau weiß, wer wir in diesem Leben sein wollen. Das Problem ist bloß, dass die meisten von uns sich das nicht eingestehen, sondern denken, sie müssten wer anders werden, um den Eltern zu gefallen, um der Gesellschaft zu gefallen, um XYZ zu gefallen. Und so haben viele im Laufe der Jahre gelernt, diese Stimme zu verdrängen. Und das ist einer meiner persönlichen Beobachtung für ein großes Unglück einfach in diesem Leben. Und also das, was jetzt so ein bisschen esoterisch vielleicht abgehoben klingt, sehe ich als sehr ernst an. Und ich glaube zutiefst, dass in jedem von uns diese kleine innere Stimme einfach herrscht, die eigentlich ganz genau weiß, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Und der erste Schritt quasi zu einem selbstbestimmten, glücklichen Leben besteht darin, sich diese Stimme wieder einzugestehen. Und vielleicht hier einfach mal eine kurze Story aus meinem Leben, wie es dazu gekommen ist, dass ich heute der bin, der ich bin. Manch einer von euch hat vielleicht meine Bücher gelesen und weiß, was ich mal studiert habe, relativ erfolgslos und mein Studium nach einem Semester geschmissen habe und dann angefangen habe, so ein bisschen um die Welt zu reisen und dort mich zu entdecken. Aber wie ist es überhaupt so gekommen? Das Interessante war, dass ich nach dem Abschluss meines Studiums dachte, hey, ich muss jetzt hergehen und unbedingt ganz viel Geld verdienen. Und so bin ich damals in eine Versicherung geraten, beziehungsweise in den Vertrieb. Und ja, war da quasi sehr, sehr von Geld motiviert und ich müsste jetzt nur Geld verdienen und ich habe damals viele Motivationsbücher gelesen und so, wie man sich so Ziele setzt und was man so klassischerweise kennt und ich dachte immer, hey, wenn ich, also man sagt ja immer in diesen Erfolgsbüchern, such dir Ziele, die größer sind als du selbst oder und darin ist grundsätzlich auch nichts auszusetzen. Das Problem ist bloß, dass die meisten Menschen hier eher durch die Werbung motiviert sind und so war es mein Ziel, eine große Villa zu haben und ein Bentley. Quasi der Bentley war für mich dieses Symbol des Erfolges und ich hatte dann quasi Bilder in meiner Wohnung aufgehangen, weil das war eine sehr motivationslose Zeit und ich konnte mich nie aufraffen und obwohl ich ja so viel Geld verdienen wollte, damit ich mir diesen fucking Bentley leisten kann. Ja, Ende vom Lied war, dass ich mir irgendwann eingestehen musste, dass der Bentley nicht wirklich das ist, was ich vom Leben will. Und erst als ich mich von diesem materiellen, von außen zugeführten Wünschen verabschiedet habe, ist mein Leben quasi erst abgehoben. Und hier einfach mein Appell an dich, lass dich hier nicht manipulieren von der Werbung, von den Medien, von Social Media. Das ist ja eine sehr, sehr toxische Quelle für falsche Gedanken, für falsche Vorbilder oder falsche Ideale im Leben. So wie auch ich das erfahren musste. Und ja, es war ein ganz verrückter Moment.
indem ich quasi das erste Mal von einer Moped-Tour durch Thailand gehört habe, dass man ja in Thailand wie's Moped cruisen kann und eine geile Zeit haben kann. Und desto mehr ich darüber nachgedacht habe, desto höher ist mein Herz gesprungen. Quasi immer, wenn ich an dieses Thema gedacht habe, hat mein Herz gesagt, ja Mensch, das ist es wirklich sehr hart und jetzt tu doch alles dafür. Aber ich habe das lange Zeit verdrängt, weil ich dachte, hey, das ist ja gesellschaftlich jetzt kein doller Hit. Da kann ich keinen dicken Macker von meinen Freunden machen oder ich brauche diesen Bentley unbedingt. Und tatsächlich erst, als ich für mich eingestanden habe, dass diese Motorradtour mich viel mehr erfüllt oder dass ich da viel mehr drauf Lust habe, einfach mal mein Herz wirklich höher gesprungen ist, meine innere Stimme hat es gewusst, dass es das ist, was ich wirklich will, erst von da an, als ich aufgehört habe, meine Stimme zu verdrängen und angefangen habe, auf sie tatsächlich zu hören, erst dann ist mein Leben wirklich besser geworden. Und so habe ich dann die Reise gemacht nach Thailand. Ich war mehrmals alleine da, ich war mehrmals mit meinem besten Freund, mit meiner Freundin. Und wir hatten einfach zusammen eine richtig geile Zeit, quasi oberkörperfrei auf dem Moped rumfahren. Das war so für mich nach wie vor die pure Freiheit. Aufstehen, wann wir wollen, baden gehen, trainieren unter der heißen Sonne, local street food essen. So kann das Leben sein sozusagen. Ich weiß, dass es halt mein Traum ist oder dass es mich mit Glück erfüllt. Aber ich weiß, dass es bei dir oder bei jedem von euch dort draußen etwas anderes ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich nenne das immer ganz gerne so ein bisschen Lamborghini versus Ponyhof. Quasi uns wird erzählt, wir brauchen einen Lambo oder diesen dicken Ferrari, um wirklich glücklich zu werden. Dabei sind es doch ganz andere Dinge, die wirklich uns glücklich werden. Und man braucht sich einfach nur mal in der Geschichte umschauen. So ist es doch. Ja, wenn wir uns viele Herrscher angucken, die versucht haben, in der Macht ihr Glück zu suchen, das hat nicht geklappt. Oder viele Menschen haben versucht, ausschließlich im Geld ihr Glück zu suchen. Und so gibt es auch viele depressive Menschen, die unfassbar reich sind. Und so ist es nicht das ausschließlich. Ich will das nicht komplett ausklammern. Also das ist, da bin ich auch kein großer Fan von, zu sagen, also keine Extreme. Also Geld macht immer glücklich oder Geld ist die Wurzel allen Übels. Das stimmt beides nicht. Ja? Sondern was vielmehr, was ich als erstrebenswertes Ziel im Leben ansehe, anstatt Macht oder viel Geld, materiell, ist es tatsächlich glücklich zu sein. Glücklich zu sein, wenn ich in den Spiegel schaue mit dem, was ich tue und auch mit der Arbeit, die ich leiste. Und ich weiß, dass das bei jedem dort draußen genauso ist. Wir Menschen ticken alle gleich, mehr oder weniger. Aber natürlich ist die Arbeit oder was wir tatsächlich tun, für jeden anders. Und das ist eben das Fundament für ein selbstbestimmtes Leben. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn dein Herz sozusagen höher springt, wenn du an einen Ponyhof denkst. Ja? Wenn du diesen Ponyhof haben willst, tolle Erlebnisse mit den Pferden haben willst, vielleicht einmalige Erlebnisse für Kinder schaffen willst und so einfach Freude und Liebe der Welt geben willst und im Einklang mit der Natur bist, was vielleicht jetzt aber gesellschaftlich nicht so sexy ist, weil du damit denkst, ja, das will ich hier ganz klar markieren, damit, dass du da keine Millionen mit verdienen kannst und kein großes Haus, whatever. Ja. Und einfach hier, das Witzige ist, dass ich durch das Anfangen, also nehme ich angefangen, auf meine innere Stimme zu hören, diesen Weg gegangen bin. Und hier, jetzt schließe ich den Loop zum Anfang. Das hat das Ganze mit der Zwiebel zu tun, quasi. Dass das Leben, so wie ich es wahrnehme, der Weg zum Glück besteht darin, die Zwiebel des Lebens sozusagen Schale für Schale zu befreien und zum inneren Kern vorzustoßen. Und dieser innere Kern, der sind wir wirklich. So sind wir auf die Welt gekommen. Das sind unsere innersten Wünsche, unsere innersten Träume, die wir aber erst wieder entdecken müssen. Und so war das bei mir letzten Endes auch. Also ich bin auf diese Reise gegangen. Ich habe angefangen, auf meine innere Stimme zu hören und habe alles andere hinter mir gelassen und wusste in dem Moment nicht, was danach kommt. Was passiert ist, dass ich dann irgendwann in Thailand quasi in meiner Hütte am Meer saß und mir gedacht habe, hey, ich würde es wirklich toll finden, anderen Menschen zu zeigen, wie sie auch fit werden. Und so habe ich die Fitnessfibel geschrieben, die seit über einem Jahr Nummer 1 Bestseller in der Kategorie Krafttraining und Bodybuilding und Fitness ist. Und vielen hunderten Menschen bereits geholfen hat, sowohl motivationstechnisch als auch körperlich einfach aufs nächste Level zu kommen und ihren Traumkörper zu erreichen. Und das sage ich jetzt nicht, um mich groß zu brüsten, was ich damit sagen will, ist, dass das erst daraus gekommen ist, indem ich angefangen habe, meinen Weg zu gehen. Und du weißt nie, wo es dich hinführt und wo dann auch die finanzielle Unterstützung des Lebens auf dich wartet, wenn du anfängst, deinen Träumen zu folgen.
Und ein selbstbestimmtes Leben bedeutet, dass du anfängst, auf dein Herz zu hören und noch viel wichtiger, dass du anfängst, danach zu handeln. Denn wenn ich nicht gegangen wäre, dann hätte ich niemals so viel Spaß gehabt, dann hätte ich niemals dieses Buch geschrieben, dann würde ich jetzt heute niemals dieses Video drehen und du würdest mich jetzt gerade nicht sehen. Und so ist das in meinem Leben eine unglaublich große Bereicherung und für den einen oder anderen dort draußen hoffentlich auch. Genau, und so ist das. Und wenn du einfach mal dir 5 Minuten Zeit für dich nimmst und nicht dich dauernd berieseln lässt, quasi mit Party, Alkohol, Drogen, Fernsehen, Social Media, Facebook, es gibt so viele Ablenkungen. Aber wenn du einfach mal dich still, offline hinsetzt und über dich und dein Leben nachdenkst, dann wird dir schon die ein oder andere verrückte Idee kommen. Und du wirst es merken, dass die Sachen, die dein Herz höher springen lassen, dass du die zunächst als verrückt abstempelst. Du sagst, hey, das kann doch nicht sein. Ist das wirklich das für mich hier? Und ich will hier einfach meinen Appell aus meiner Lebenserfahrung ist, ja, nicht unbedingt alle Boote abbrennen, aber fang an, diesen Weg zu gehen. Fang an, danach zu handeln. Und so wirst du einfach ein selbstbestimmtes Leben kreieren, erschaffen, das sich mit Glück und auch mit Reichtum erfüllt. Reichtum auf vielen Ebenen, wie gesagt, vielen Ebenen, die weit über das Geld hinausgehen. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn wir diesen Weg gehen, dass jeder von uns auch ein sehr, sehr gutes finanzielles Leben sich aufbauen kann, eben weil wir auf einem bestimmten Themengebiet so gut werden, dass wir vielen Menschen damit helfen können. Aber das ist nochmal ein Thema für ein anderes Video. Und ich muss jetzt hier mal langsam zum Schluss kommen. Sonst könnte ich wieder ewig drüber labern. Ich möchte in Zukunft noch ein bisschen öfter über das Thema Selbstbestimmtheit leben reden. Und ja, wenn dir das gefallen hat, dann lass mir unbedingt ein Like da. Wenn du mehr über dieses Thema wissen willst, abonniere den Kanal für weitere Trainings, Motivationstipps. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.